So. Feuernesseln. Heilwurzel. Okay, hier gibt es dann nichts mehr. Nein. Du entkommst mir nicht. Damit das klar ist. Ach komm. So, haben wir die auch. Dann gehen wir gleich da weiter. Genau. Das ist gut. Wo geht's denn hier da lang? Ja, ist nirgendwo wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich hier diese Halbinsel. Die Karte ist so ungenau. Ich bin eigentlich hier. Muss eigentlich denken, ich bin hier. Diese fucking Karte, ne? Also die Weltkarte, die ist richtig scheiße. Es sollte wirklich eine Karte nur von Nordmar geben, nur von Myrtana und nur von Varant. Ich glaube, dann wären alle Beteiligten wären dann froh. So, wenn ich mich jetzt recht... Kruschpach? Kruschwarok? Ist das ein... Ich krieg Schnappatmungen. Das ist ein unbenutztes Kruschpach. Ach, nee, ich bin falsch, sorry. Ich war hier, Kruschtara. Wenn ich das... Oh. Kruschpach. Nee, das sind nur ein paar Kruschpachs. Das ist doch nicht so, wie ich es anfangs dachte. So, und hier kommt jetzt der Feuerstab, ne? Stab eines Feuermagiers. Stab des Feuermagiers. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einmal hier die 5. Ah. Dann gucken wir doch mal von Anfang an. Der normale Kampfstab. Dann der Klingenstab. Dann haben wir einen Schamanenstab. Stab des Wassers. Stab des Feuers. Stab der Dunkelheit. Stab der Suchenden. Die sehen relativ ähnlich aus, ne? Ich glaube, das ist sogar 1:1 derselbe, nur mit anderen Runen wahrscheinlich. Stab der Magie. 75 Mana. Das ist plus 50 Mana und plus 50 Lebensenergie. Und Druidentalent. Stab der Natur. Stab des Schutzes. Ich muss dann auch immer die Pfeimer wegmachen, damit man das hier so sieht. Ja, das war der Stab des Schutzes, ne? Der hat hier diese Schutzrune, den Schutzkristall. Das ist Stab der Macht. Mana-Regeneration. Das ist der hier. Unser Stab des Wassermagiers. Stab des Feuermagiers. Und Stab des Schwarzmagiers. Wir benutzen aber den Stab des Feuermagiers. Nicht Stab des Feuers, sondern Stab des Feuermagiers. Sehr schön. Da fehlen uns auch nicht mehr so viele Stäbe, die ich brauche. Und das finde ich sehr nett. So, wir haben jetzt quasi nur eine Möglichkeit, hier weiterzukommen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Hier ist ja die Höhle, genau.
Ach, und da wäre ich runtergekommen, ne? Wenn ich von dem... Ah, ja, okay. Hier erschließt sich mir alles gerade. Das ist sehr gut. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich hin muss. Da habe ich echt einen Goblin vergessen auszunehmen. Okay. Auch immer schön an den Wänden entlang, um zu gucken, ob hier doch nochmal eine Erzader ist. Ich brauche nämlich nur noch einen verdammten Erzbrocken und dann habe ich diese Geschichte endlich geregelt. So. Ah, da ist ein... Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Goblin-Schamanen wollte ich zwar nicht, aber egal. Der gibt nur 65 Erfahrung, der Goblin-Schamane. Okay. Obwohl der eigentlich mehr Schaden macht als so ein Goblin, schwarzer Goblin. Den Pilz wollte ich bitte mitnehmen. Danke sehr. Ja. Ja. Ich wollte gucken, was er macht. 40 Schutz für Feuer. Okay, sehe ich hier, ja. 80, ja. Da hätte ich 70 Schutz vor. Okay. Und Eisschutz. Also die Robe, die ich jetzt anhabe, hat einen höheren Feuer und... Okay. Okay. 35 das. Ja, die wäre natürlich geil, aber die hat halt nur... Ja. Die hat keine Resistenz gegen Kälte. Das ist das Problem. Ansonsten wäre die nice. Dann einmal die 6 bitte. Könnten hier nicht irgendwie... Hier war ich auch noch nicht so oft auf dieser Halbinsel, fällt mir gerade auf. Also ich habe auch wirklich noch nie so einen reinen Magier gespielt mit allen Magiertruhen. Weil ich fand immer die Magiertruhen schwerer zu finden als... die schweren Truhen. So, da musste ich mich eben konzentrieren. Auch wenn ich nur den Zauber gewirkt habe. So. Sehr schön. Und deswegen war ich auch in vielen Gebieten in Nordmar gar nicht. Weil Nordmar war für mich immer groß und zu unübersichtlich. Und die Karte, ja, die Map, die hat noch ihr Übriges dazu getan. Ich wusste, wo die Orklager waren. Ich wusste, wie ich ungefähr dorthin komme. Hab mich aber meistens eher die Klippen runtergestürzt. Halt geradeaus, dass ich quasi die Luftlinie bekomme. Und deswegen kenne ich auch gar nicht so viel hiervon. So, das müsste genau passen. Perfekt. Ja, wenn du jetzt noch aufhörst zu laggen, wäre das sehr schön. Einmal speichern bitte. Bevor wir hier zu viel verlieren wieder. Oh Gott, Vollbisons. Ja, macht Halt. Wo wollt ihr denn hin, meine Freunde? Hier. Okay. Ja, da ist wieder ein Eiswolf. Okay. Was ich aber mehr machen wollte, ist... Ja, komm, wir gehen erst hier so bis zum Ende hin. Und dann gucke ich mal weiter.
Einmal die 2, bitte. Gut, gut. Ah, hier ist noch ein Hirsch. Mana-Pflanze. Sehr gut. Ja, ich höre dich. Da bist du. Ah, 3 Stück. Krieg ich hin. Ah, ich krieg doch nicht so viele hin. Ja, ich würde gerne zuschlagen. Danke. doch die 5, bitte. Okay. Ah, es geht hier noch lang. Okay, ja, ich verstehe. Aha, okay. Okay, okay, okay. Das ergibt Sinn. Dann bin ich wahrscheinlich doch noch nicht auf dieser Halbinsel, ne? Nee, die ist jetzt hier, genau. Okay, okay, ja. Ich verstehe. Ich verstehe, wie das hier aufgebaut ist. Muss aber auch irgendwo noch... Da liegt der Hirsch, okay. Ich wollte nämlich sagen, hier muss noch ein Hirsch liegen von mir, den ich erledigt habe. Ah, da, hier war irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber da war auf jeden Fall irgendwas. Wahrscheinlich eine Heilwurzel oder sowas. Die übersehe ich nämlich öfters. Oder eine Waldbeere, das kann auch sein. Dämonenpilz, Ogerblatt. Ah, jetzt seht mal, wo wir hier angekommen sind. Ja, sehr schön. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich hier Bescheid. Ah, hier ist ein... Nee. Aber bitte den. So, Showdown-Musik. Du brauchst gar nicht mehr kommen. Gut, wir gehen jetzt aber erstmal, wie gesagt, zu dieser Halbinsel. Auf direkten Wege. Gucken, ob ich hier noch ein paar Sachen liegen gelassen habe. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Sehr gut. Ja. Hi. Nein, 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 nein. Ihr geht hier nirgendwo hin, meine kleinen Hirschi. Meine braven Hirsche, du gehst auch nirgendwo hin. So. Du bist tot, bevor du zu mir ankommst. Sag ich doch. Stellen die sich immer so an. Wenn ich schon sage, die sind tot, bevor die ankommen, brauchen die sich auch gar nicht zu mir zu bewegen. Stab der Unverwundbarkeit. Alter! Was ist das denn für ein Stab? Ey, den habe ich ja noch nie gesehen. Stab der Unverwundbarkeit. Das ist wahrscheinlich einer von dieser Content-Mod, weil die haben ja mehrere neue hinzugefügt. Boah, hier ist der Kristall der Unverwundbarkeit und den geht richtig hoch. Boah, geil. Der ist richtig krass. Der sieht richtig krass aus. Der ist schön. Ah, der gefällt mir. Gut, dann haben wir jetzt hier diese kleine Halbinsel, haben wir dann auch. Das ist auch sehr schön. Ah, Stab der Unverwundbarkeit.
Ob wir noch einen Stab der Lebensregeneration bekommen, das wäre ja mega nice. Das wäre mega nice. Ey, so viel zu entdecken immer, ne? Das ist geil. So, ich bin jetzt 3 Stunden quasi am Stream. Oder? Ich weiß es gar nicht. Aber ich habe sehr viele Zuschauer, merke ich gerade. 8 Zuschauer. Nicht schlecht. Ist immer wieder schön, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht für lau redet. Aber die kommen sowieso auf YouTube, die Videos. Ja. Ich frage mich, ob ich meinen Let's Play auch irgendwann so ausführlich machen werde, aber ich denke nicht. Da ist noch eine Waldbeere. Und eine Feuernässe. Nehme ich auch noch mit. So, aber ich habe leider immer noch keine Erzader gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Gut, hier war der Säbelzahntiger. Aha, okay. Dann mache ich einmal diese Taste. Meine Ausdauer wird zu. Da ist noch ein Säbelzahn, okay. Aber ich muss ja hier irgendwie mal hochgekommen sein. Das war hier, genau. Eiswölfe gab es schon hier? Nein. Dann bin ich echt nicht so weit gegangen, ne? Nee, wahrscheinlich echt nur bis zu diesem einen... Ja, bis dorthin, ne? Ungefähr. Ja, da ist der Ripper. Okay, ich sehe ihn. Da ist der Ripper. Bis hierhin bin ich gegangen, weiter nicht. Dann habe ich mich wegteleportiert. Genau. Also so ein bisschen Erinnerung habe ich dann doch immer noch. Ja, hier wollte ich nämlich den Anschluss finden. Das ist schon mal so etwas, was mir sehr gefällt. Dann habe ich ja schon mal einiges nachgeguckt. Und ich meine, ich war auch bei dem schwarzen Troll über diesem Grab da von diesem einen Balder oder Beric. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das war. Da, wo wir auch das Elixier des Wassers gefunden haben. Ogerblatt und Feuernässe, okay. Da ist noch ein Ogerblatt. Ja, hier geht's nämlich wieder ins Grün, genau. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen schon in der Eiswüste bleiben. Ich glaube, da waren wir auch, ne? Da war dieser Troll. Ja, genau, da war der Troll. Ah, und hier haben wir unsere Eiswölfe. So, sehr schön. Ja, da war der Troll. Da liegt er. Da. Völlig nervös. Nee. So am Stottern, dass der da liegt. Ah, Goblins. Nein, ich hasse Goblins. Wollnashorn. Alter, was ist das für eine Eislanze gewesen? Theoretisch könnte man jetzt auch noch sagen, ja, ich habe eigentlich genug Mana und so Lebensenergie. Falls ich halt nicht mehr weiß, was ich lernen soll, dann könnte ich altes Wissen lernen, um meine Zauber aufzupowern. Aber ich denke, mit so einer Eisexplosion und so einer Eislanze, die wirklich so schon Wollnashorn fertig macht, ist schon relativ stark.
Natürlich, ich könnte immer noch mehr altes Wissen lernen. Ich habe jetzt knapp 350. Der stärkste Zauber oder der meiste Zauber ist 275. Echt? Nur? 250? Ja, 250. Ja, da habe ich doch einiges mehr, als ich gedacht habe, als ich am Anfang brauche. Ich habe gedacht, ich brauche 300, um den stärksten Zauber zu lernen, aber das ist gar nicht so. Ja, auf jeden Fall denke ich mir so, altes Wissen ist das wirklich, wenn ich mein Leben auf 1000 habe und dann die zwei Resistenzen noch gelernt habe, Eisresistenz und sowas, was ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr brauche. Hier ist das Orklager. Oh ja, okay. Okay. Ja, ich verstehe. Hier ist das Orklager. Aha. So, jetzt ist die Frage, schaffe ich das mit dem Typen überhaupt, dieses Orklager da auszunehmen? Das ist halt die Frage. Alter, was ist das für ein Hase? Du entkommst mir nicht, Hase. Du entkommst mir nicht. Alter, der entkommt. Was ist das für ein Hase? Alter. War der schnell, ey. Krasse Sache. Respekt an dich, Hase. Respekt an dich. Du warst echt stark, ey. Du hattest einen Speed drauf, das war nicht mehr normal. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich mach erst das Orklager, das räuchere ich aus. Ich glaube nämlich, dass der nämlich nur den Ork-Schamanen will, damit ich die Quest bekomme. Ne, du entkommst nicht. So, da ist auch einer von den Ork-Tötern. Hi. Und tschüss. Hier ist eine Brücke. Wo bin ich denn hier? Ah, ja, ja, okay, ich weiß wo. Ja. Okay, ich dachte, ich wäre nämlich jetzt hier bei einem Dings. Wie heißt es? Bei einem Ork, beim Ork-Clan, ja genau. Ich bin vor einem Ork-Clan. Nee, natürlich nicht. Vor einem Clan. Nordmara-Clan. Gut, ich würde sagen. Das war die falsche Taste. Ich würde sagen, ich speichere hier ab. Mach dann die Ork-Explosion auf diesen Speer. Genau jetzt.
Ach, mir fällt auch gerade auf, ich habe damals gar nicht den Ork-Boss geplättet. Das kommt auch noch hinzu. Oh Gott, der Schamane. Ein Schamane. Bist du sicher, dass du die richtige Magie ausgewählt Jetzt hast hast? du Licht. Bleib stehen, Mara. Oh Gott. Oh Gott. Ich will den Anführer. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin, ne? Ja, doch. Nein, fuck! So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ich hasse diese Typen, ey. Ich hasse diese Typen, ey. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße, ey. Na! Du entkommst mir nicht. Der darf nicht sterben, der darf nicht sterben, der darf nicht sterben. Aber ich darf auch nicht sterben. Der Kampf wird nicht lange dauern. Oh, er hat sich geheilt, sehr gut. Er hat sich geheilt. Er hat sich geheilt. Da! Ja. Nimm mal ein paar. So, wir sollten reden. Mit dem Typen. Innos sei Dank, endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist los? Orks, sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sie selbst. Wo kommst du her? Ich bin Orktöter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Angier? Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordmar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Da ist er. Jetzt bist du dran. Du wagst es, mich zu schlagen, oder? Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn.
Finde den Ork-Schaman. Ah ja. Okay. Ich habe jetzt leider nicht sehen können, was der noch so alles dabei hatte. Das ist noch eine Heilwurzel. Aber wir haben das Ork-Lager schon mal ausgelöscht. Und da gehen wir jetzt auch gleich rein. Wenn er aufhört zu laggen. Zauberwurzel, okay. Ich weiß halt nicht überall, wo diese Typen liegen jetzt, ne? Die haben sich ja ganz schön verteilt hier. Mir war wichtig, dass ich hier diesen Hordenanführer auch kriege. Ja, die meisten sind hier drauf gegangen, ne? Ja. Okay. Ich hätte jetzt auch eben mal gucken können in dem Livestream, was ich da bekommen habe. Ich frage mich echt, wo immer die ganzen Orks herkommen dann, ne? So, zwei Truhen, ja, dachte ich mir. Ein Kochtopf. Mal gucken, vielleicht kann ich ja irgendwas herstellen. Das brauche ich nicht. Das wäre etwas. Fleischpflanzen-Ragout, yo, nehme ich. Fischsuppe. Zweimal Fisch und so viel gekochten Fisch, ja, ja. Mache ich auch. Dazu fehlen mir die Zutaten. Obstkompott. Ja klar. Pilzragout. Dazu fehlen mir die Zutaten. Pilzragout. Ja, das bringt 100 Mana. Mach mal. Ein Topf jetzt vielleicht nicht. Obwohl, dann wäre ich alle Möhren los. Na egal. So, ist hier noch was vielleicht? Eine Erzader oder sowas? Scheint nicht der Fall. Zu schade, ich brauche dringend Erzader noch. Zumindest eine. Eine würde mir schon reichen. Okay, dann hole ich mir quasi die Macht jetzt von Angier. Erzader! Geil. Ich habe das, was ich brauche. Die 100 Erzbrocken. Ich hoffe, der fordert nicht nochmal 50 Erzbrocken für Thorals Rüstung, ey. Dann werde ich ein bisschen sauer. So, einmal die 5 und einmal die 4. Hi. Ja, Arschloch. Ich mag dich auch. Naja. Und wieder so eine Eiswand.
So. Die hätten wir. Jetzt warte ich noch auf die Skelette, dass die sich befreien. Und du noch. Ich sag doch, ihr wart nicht so schwer. Machen wir mal einen Mana-Trank. Oh, der bringt ja gar nichts. Super. Habe ich echt schon so viel Mana wieder verballert, ey? Das ist echt Wahnsinn. Wie viel Mana ich immer verballer am Stück. So, nochmal speichern. Mensch, das will ich doch nicht. Da! Da! Oh. So. Nervensägen, ey. Dann komm, Angier. Du bist der beste Schmied. Dann zeig mal, was der beste Schmied so drauf hat. Der hat nämlich nichts drauf, der beste Schmied. Eine Nullnummer ist der beste Schmied. Ups, hi. Na los, Angier. Befreie dich doch, wenn du kannst. Kannst du nicht? Dachte ich mir. So, Angier. Zeig, was du kannst. Und ob du gegen diese Übermacht einer Eisexplosion gewinnen kannst. Nein. Abgebrochen. War nett mit dir, Angier. Kriegsarmbrust. Nicht schlecht. Angier selber hat nichts. Und dann einmal zum Runensockel. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Passt. Schmiedekunst, ja. Ruf beim Feuerclan. Golem beschwören. Horn eines Bisons. Viel Gold. Schnaps. So, einmal kurz einen Trank. Einen Trank. Ein Stück Fleisch gefressen. Jagdbogen. Den muss ich auch noch mitnehmen. Okay. Kann ich mir hier nochmal ein bisschen Fleisch braten? Ruhe Fleischwanzen und ja. Habe ich auch wieder ein bisschen was am Fleisch. Mehr als 1000.
Er muss irgendwo hier sein, Osmund. Hi. Zeig mir deine Ware. Schnaps, okay. 15.000 Gold. Das ist gut. Ja. 250 hätte ich jetzt gerne, ne? Ah, hier. Und nochmal. Der hat aber 15.000, okay. Jetzt noch 40. Kriege ich noch 40 zusammen? 45. Ja, komm, die 5 Gold schenke ich dir. 5 Gold schenke ich dir. Gut. Jetzt fehlen noch Beric und Balder, ne? Aber ich weiß, ich habe so die ganze Mitte vom Nordmar noch nicht erkundet. Ah. Wird nicht klappen. Scheiße. Der ist entkommen, der Arsch. Da. Da ist er. Du entkommst nicht nochmal. Sag ich doch. Haha. Aha. Und da haben wir's. Der Eisgolem. Jo, der ist tot. Der ist tot. Ein Schlag vernichtet. So stelle ich mir das vor. Boah, ist das gerade am Laggen, ne? Einmal der Eisgolem bitte. Herz eines Eisgolems, danke. Noch ein Hirsch. Hier sind ganz schön viele Hirsche unterwegs, muss ich sagen, ne? Und Kanike. Oh, arme Hasis. Arme Hasis. Da war doch noch ein Hasi. Irgendwo, keine Ahnung. Da ist der Hasi. Einmal die 6. Ob es da irgendwo reingeht? Ah, schade. Nur wieder ein paar. Ein bisschen Gebüsch. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Pass. Zu welchem Pass? Das Faring? Nee, das ist nicht Faring. Zack. Und zack. Das ist ein anderer Pass. Okay. Welchen Pass sind wir jetzt? Ah, ich weiß wo. Ja, okay, ich weiß wo. Ja, doch, ich weiß wo. Ja, hier waren wir schon mal. Ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir schon mal. Hier müsste ich in so eine Art Tal kommen. So ein großes, weites Tal. Ja, da nämlich. Genau, das war dieser geheime Passzugang.
Den gibt's nämlich auch noch. Stimmt, ja.